So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Spirit Tracks. Im letzten Part haben wir den Sandtempel begonnen, haben dort den Sandstab entdeckt. Und mit dem geht es merkwürdige Rätsel zu lösen, möchte ich mal behaupten. Von daher machen wir einfach damit weiter, was wir im letzten Part gemacht haben. Ohne Plan, ohne Sinn, ohne Verstand. Einfach durch diese Tür. Und dann schauen wir mal, wie es uns weiterbringt. Was wir hier machen können, was wir hier machen müssen. Wie auch immer. Diese Gegner sind sehr weird, weil sie sind irgendwie anfällig auf den Sandstab, aber auch sehr merkwürdig so. Muss die dann irgendwie so aufwerfen und ganz komische Dinge mit dem machen. Quasi platzen lassen. Ein bisschen brutal, aber sind halt irgendwelche Sandmonster. Erinnere mich an dieses eine Sandbogen-Pokémon, muss ich fast sagen. An Sankabu, heißt das so? Das Ding Sankabu? Ah, oh, ich sehe, glaube ich. Ich mache hier gerade was ganz verkehrt. Einen davon da drauf und den anderen entweder hier drauf oder ich kann selbst drauf stehen. Kommt drauf an, bleibt's offen? Ne, bleibt's nicht. Okay, ich sehe aber, worauf es hinausläuft. Von daher, auch Mensch, mach jetzt nicht diesen mit mir hier. Der andere bitte stehen bleiben. Wollte ich sagen. So, bitte aufbleiben. Och komm. Kaum ist der eine hier gehittet worden, ist der andere wieder schwer am Stissel oder was? Ich wollte gerade sagen, der bleibt doch wieder nicht drauf. Ich lasse jetzt mal beide erstmal wieder auftauen quasi oder halt bis der andere kurz davor ist wieder aufzutauen und dann mal so. Ah, Spawn halt da unten. Ist okay. Hab verstanden. Jetzt schnell durch. Einfach schnell durch. Ab durch die Mitte sozusagen. Und dann eventuell nicht an den Treibsand springen. Wäre vielleicht eine intelligente Idee von mir. Aber es ist mal nur so ins Blaue geraten. Wenn wir da nicht unbedingt in die Sandgrube gehen. Da haben wir auf jeden Fall erstmal dies. Sehe, woraus hinausläuft. Oh Gott. Okay. Holen wir uns erstmal den Stempel irgendwie. Ohne zu sterben am besten. Das wäre mir herzallerliebst. Aber ob ich das schaffe, das sehen wir. Das sehen wir dann. Sagen, der. Mein Schild müsste ja abblocken. Und da haben wir erstmal den Stempel immerhin. Sicher, ja, sie. Stempel für den Sandtempel. Abgehakt. Und nun geht's irgendwie zurück. Aber dass die Dinger immer noch weiter schießen, obwohl wir eigentlich das, was wir begehren, haben, ist ein bisschen asozial, finde ich. Weil im Prinzip, wenn man das Rätsel oder halt das Hindernis gelöst hat, könnte man auch sagen, okay, du hast es geschafft. Entspann dich ein bisschen. Aber nö. So handelt das Spiel nicht mit uns. Im Gegenteil. Mach mal hinne oder hast Pech gehabt. Hm. Ich wollte gerade sagen, ich hätte vielleicht noch eine Runde warten sollen. Manchmal ist es doof. Oh, anderthalb Herzen. Das ist richtig scheiße für uns. Gott, ich dachte gerade, die Pfeile treffen mich hier, aber gut, das war ein bisschen unnötig. Oh nein. Oh nein. Ich weiß, was das für ein Rätsel ist. Oh nein. Sowas gibt es auch in Mario Odyssey und da habe ich es gehasst schon. Oh nein. Also ich denke, ihr seht, woraus hinausläuft. Die Spitze muss in die Mitte. Oh nee, ey. Ach du Scheiße. Ich kann sowas nicht. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Vor allem, wenn die Scheiße dann nicht macht, was sie soll. Oh Gott. Haben wir es eventuell schon? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. Oh, da wird es doch garantiert noch schwierigere Versionen von geben, oder?
Oh Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf diesen Tempel. Wenn ich das so sehe, habe ich beim besten Willen keinen Bock mehr auf diesen Tempel. Aber okay. Ich werde auch noch sowas von Game Over gehen in diesem Tempel, habe ich das Gefühl. Wenn es mein Eigenverschulden ist. Also das ist wahrscheinlich sowieso dann, aber... Okay. Okay, hab verstanden. Auf dem Ding stehen dabei. Hab verstanden. Dann einfach mit dem Pfeil oder Boomerang aktivieren. Hab kapiert. Okay. Jo. Frage ist, ist hier hinten noch was? Nee. Okay. Dann nehmen wir jetzt einen weiteren Stein, denke ich mal. Und schieben ihn dann mal hier drauf irgendwie. So einigermaßen. Wie es halt klappt. Oder auch nicht. Oder auch nicht in meinem Fall. Man kennt's. Man kennt ihn. Einer der schlauesten bin ich. Aber jetzt ist er drauf und wir können rüber. Gott sei Dank. So, deine Information, wie viel Schatztruhen hier sind, kannst du dir eigentlich sparen, aber wollen ja mal nicht so sein. Wir wollen ja mal nicht so sein, ne? Und schau mal rein, was er zu sagen hat. Oing, oing, ich kann dir verraten, wo auf diesem Stockwerk Schatztruhen versteckt sind für 20 Rubine. Nee, danke. Ach so, tschüss. Oh, Herzen bitte. Ja, danke. Naja. Oh nein. Oh nein. Okay, erstmal eine Abkürzung schaffen. Abkürzungen sind das A und O in diesem Spiel. Abkürzungen sind das A und O. Ach du verfickte Scheiße. Um Gottes Willen. Lass dies nicht geschehen. Dein Reich komme, mein Wille gehe. Oder so ähnlich. Wie soll denn das dann funktionieren? Also, hä? Wir müssen ja jetzt erstmal das hier wegmachen und dann die Barriere und dann, hä? Also ich sehe ja, woraus es hinausläuft im ersten Sinne, aber wie kriegen wir dann den Rest da weg? Ist doch die interessantere Frage, oder nicht? Ich glaube, das hier wird der leichtere Teil, jetzt erstmal in den ersten Bereich zu kommen. Also leichter im Sinne von, naja. Im Sinne von, naja, ne? Man kennt. Man kennt den schlauen Kerl. Wie gesagt, erinnert mich daran, dieses Spiel nie wieder zu spielen in meinem Leben. Bitte. Erinnert mich in jedem Falle daran, wenn ich irgendwann mal auf diese dämliche Idee komme, ein Reloaded oder sowas zu machen. Was ich hoffentlich niemals tue. Welche Tür geht auf? Die da oben. Okay. Hier ist also nur für die Boss-Tür zuständig. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Welche Tür macht das auf? Sehen nicht mal, welche Tür das mir aufmachen soll. Von daher lassen wir es erstmal bleiben und gucken mal, ob wir irgendwie eins von denen in eins der blauen reingesteckt bekommen. Das wäre ja erstmal sinnvoll. Würde ich mal behaupten, weil unten war ja auf jeden Fall so ein blaues. Erstmal eins davon, ne? Andere ist dann Bonus. Wenn ich mich gut anstelle. Wird was? Ja, das wird was. Ist aber, glaube ich, das Falsche. Yippie-yay-yay. Das wollte ich nicht. Auch ist das eine Scheiße hier. Tempel, schrecklich. Ich kann solche Rätsel nicht. Hab ich euch das schon mal gesagt? Ich denke doch, ja. Naja.
Irgendwann werden wir schon auf den grünen Zweig kommen. Oder wir sitzen auf dem absteigenden Ast, eins von beiden. Ach ja. Oh, das ist grauenhaft. Bitte erlöse mich, Gott. Bitte, bitte. Schenkt dir auch, weiß ich nicht, nichts, aber bin ich gläubig. Aber bitte Gott, mach, dass es aufhört. Eine halbe Ewigkeit später. Also ich glaube, wir sehen heute nichts anderes mehr in diesem Bad. Außer wie ich kläglich an diesem Puzzle verzweifle. Aber so ist das manchmal. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Pflasten. Quasi. Boys and girls. Bra. Kiskiske. Schreib in dieser Zeit einen modernen Rap-Song. Bra. Skiskiske. Ska. Oder so ähnlich. Oh, 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 oh. Hä, welche Tür hat das jetzt aufgemacht? Ich denke, die hier unten sollte aufgehen. Geh halt nicht auf. Scheiß Tür. Hä? Ich aber, hä? Ich bin sichtlich verwirrt. Oder müssen... Es müssen beide Blauen drin sein. Richtig. Es geht gar nichts. Oh, bitte erlöse mich. Ich bitte töte mich. Eins von beiden. Was dir besser gefällt. Oder was leichter geht und schneller. Ich hab fast das Gefühl, dass mit dem Töten geht schneller und leichter. Ich hasse es. Oh, wobei, ich hab's geschafft. Ich habe nichts gesagt. Ich hab's einfach geschafft. Hat ja nur gedauert. Au. Und jetzt Game Over gehen. Das wär's. Und dann wird es nicht gespeichert. Das wäre mein Highlight des Tages für heute. Oder mein Highlight für diesen Part. Das wäre doch grandios, oder nicht? Das wollen wir doch alle sehen. Jetzt mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, Flasti. Verprüge dich sonst. Winde weich, wenn du Scheiße machst. Diesen Schatz habe ich nicht gebraucht. Und auch nicht gewollt. Genau so. Das war... männlich. Oh Gott. Ich sehe, auf was das hinausläuft. Oh Gott. Scheiße. Muss hier mit draufstehen. Ja, toll. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und da oben roll weit. Wollte sagen, roll weiter, du da oben. In diesem Moment rollt es nicht weiter. Und jetzt jetzt bleiben wir alle da, wo wir sind. Und gehen einfach hier entlang. Danke. Danke. Haben wir uns erlöst. Danke. Einfach weiter, ne? Einfach munter weiter. Ja, nö, das war nicht die beste Idee, aber das ist okay. Oh, und der Weg ist ja auch nochmal so scheiße. Leck mir doch die Füße. Halbes Leben, ja toll. Wahnsinn. Okay, und jetzt kommt noch ein Kampf. Danke dafür. Gegen die Sandviecher? Naja, nicht gegen die, die ich dachte, aber auch gegen Sandviecher. Gib mir mal ein Herz. Komm, sei mal nicht so. Ach, sei doch nicht so. Bitte. Bitte gib mir Herzen. Na toll. Immerhin bist du nicht so einer. Ich bin nicht so einer. Och, leck mich. Mich doch niemals ran, oder? Aber vorbei doch. Ich sollte nicht immer so pessimistisch denken. Ei, ei, ei.
Das ist ein paar Dumme. Immer knapp an der Grenze zum richtigen Tod hier. Immerhin Herz. Immerhin. So, wo ist der Boski? Da ist der Boski. Was erwartet mich gleich, wenn ich den Boski habe? Irgendwas erwartet mich. Habe ich das Gefühl. Oder? Oder auch nicht? Ja, klar, die Dinger. Aber da können wir ja rein theoretisch dran vorbeihüben und dann schnell durchmanövrieren. Das hat ja gut geklappt. Und oh nee. Oh nee. Oh nee. Weiß, was uns gleich nochmal erwartet. Das Ding nämlich. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Und gleich nochmal. Oh nö. Och nö. Warum tust du mir sowas an? Warum tust du mir sowas an, Spiel? Ja, den Boss machen wir heute nicht mehr, ne? Ich glaube, so viel ist euch bewusst. Ich denke, wir sehen hier nur noch den Weg quasi. Der Weg ist das Ziel, sagt man ja immer. Aber bei diesem Rätsel bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ob der Weg das Ziel ist oder die totale Verblödung. Ich bevorzuge Zweiteres. Gibt bestimmt einen super easy way, wie das geht oder wie das gehen soll. Aber den kenne ich nicht. Von daher machen wir es auf meine Art und verzweifeln einfach gnadenlos. Aber den ersten haben wir schon mal drin. Das soll schon mal was. Das soll schon mal eine schöne Errungenschaft hier, oder? Immerhin. Wobei, der zweite lässt eventuell gar nicht so lange auf sich warten. Wollte ich gerade sagen, aber da fiel mir auf. Noch bin ich nicht durch. Mensch, du sollst hier hoch. Klappt auch wunderbar manchmal. Nämlich gar nicht. Das klappt nicht. Das ist, wenn wir das hier machen. Dies hier, da hoch, da hoch. Ich will das nach rechts, nach links haben. Meine Güte. Rechts-Links-Schwäche kickt wieder. Eigentlich habe ich keine, aber beim Sagen der Worte habe ich dann doch eine meistens. Och, come on. Ja, dann mach's halt nicht. Ist okay. Dann machen wir es halt anders. Funktioniert so prächtig. Ich bin entzückt. Ja, wir haben es nicht. Ich dachte kurz, aber irgendwie war da doch was dazwischen. Zwischen mir und meinem glorreichen Sieg. Also in den blauen käme ich jetzt jedes Mal wieder. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So viel wollte ich mal gesagt haben. Nur damit ihr euch nicht wundert. Ach, komm schon. Na, wobei, jetzt könnte es bald klappen. Sind schon mal irgendwie auf einer richtigen Ebene. Ja, das klappt. Jetzt klappt's. Oh Gott. Hä? Oh nee, nein. Hä? Doch. Warum zeigt's mir ja nichts an? Ob ich das schon einmal geöffnet habe oder was? Ja, dann halt nicht. Na, dann halt nicht. So. Jetzt will ich hier rüber. Also, komm. So viel müsst ihr mir dann doch mal lassen, ne? Die hier rüber kann. Dankeschön. Meine Güte. Ein schrecklicher Part. Für mich irgendwie halt dieses Rätsel ist belastend. Ich kann solche Rätsel einfach nicht. Egal in welchem Spiel. So. Ich guck mal kurz noch, ob was Sinnvolles hier kommt oder ob wir einfach durchgehen können. Heilen natürlich wäre nicht schlecht. Wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt, ne? Ich meine, gut, wir haben sonst einen Teleporter. Vor dem Boss wahrscheinlich wieder. Das ist ja auch sinnvoll. Auf jeden Fall bei meiner Herzenanzahl. Aber gut, wir kriegen auch noch ordentlich Herzen aufgefüllt. Das ist doch nicht schlecht. Pfeile auch. Mhm.
Und Herzen haben wir jetzt wieder zu Genüge. Wenn du zurück zum Eingangshemd bist, will ich springen das blaue Licht. Das machen wir aber nicht. Aber im nächsten Part geht's an den Boss. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn es ist, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist auch gern gesehen und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Flastivi. Bye bye.